Cannabis wirkt schmerzlindernd und entspannend. Der aus der Hanfpflanze gewonnene Stoff birgt aber auch Gesundheitsrisiken. Die beiden wichtigsten Inhaltsstoffe sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol, kurz THC, und Cannabidiol, kurz CBD. Ihnen wird unter anderem eine entspannende, schmerzlindernde, entzündungshemmende oder krampflösende Wirkung zugeschrieben. THC wirkt zudem berauschend. Kritiker einer Legalisierung verweisen auf die Gefahr von Psychosen und anderen Gesundheitsschäden, gerade für jüngere Menschen. Die Reifung des zentralen Nervensystems und des Gehirns sei mit 20 Jahren noch nicht abgeschlossen. Jeder 10. Mensch, der Cannabis regelmäßig konsumiert, entwickelt laut Medizinern eine psychische Störung. Cannabis verringert die Aufmerksamkeit und schränkt die Psychomotorik ein, also zum Beispiel auch Gehen und Sprechen. Jugendliche Konsumenten haben laut Untersuchungen häufiger Schulprobleme und brechen ihre Ausbildung öfter ab. Chronischer Konsum geht mit einem erhöhten Risiko etwa für Atemwegs- oder Krebserkrankungen einher. Laut einer Studie kann eine Legalisierung für Erwachsene zu einem deutlichen Anstieg des Konsums bei Kindern und Jugendlichen führen. Experten fordern daher eine strenge Regulierung. Die berauschende Wirkung kommt vor allem von der psychoaktiven Substanz Tetrahydrocannabinol. Untersuchungen zufolge ist der THC-Wert in Cannabis, Harz und Blüten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Damit könnte auch eine Zunahme der Gesundheitsgefahren verbunden sein. Zugleich ist in vielen hochgezüchteten Cannabissorten der Gehalt an Cannabidiol, das entspannend und angstlösend wirkt, gesunken. Das Missverhältnis zwischen viel THC und wenig CBD könnte Cannabispsychosen begünstigen. Cannabisprodukte mit synthetischen Cannabinoiden sind laut Hanfverband bis zu 100-mal stärker als THC in Cannabispflanzen. Das erhöht die Gefahr einer Überdosierung. Mitunter wird Gras mit allem Möglichen gestreckt, etwa mit Sand, Haarspray, Gewürzen oder sogar Blei. Ein kontrollierter Markt könnte die Zahl der Vergiftungsfälle verringern.